Japanologie. Was macht man denn damit? Ich gebe euch die Antwort und ich nenne euch zwei Wege, wie ihr erfolgreich studieren könnt. Bleibt dran. Hey Leute, hier ist der Danny von den Tokyo Maniacs. Ich habe 4 Jahre in Tokio gelebt und gearbeitet. Naja, und ich habe auch Japanologie studiert, deswegen kann ich euch ein bisschen was erzählen, wie das so funktioniert, wie man trotzdem einen Job findet oder gerade wegen Japanologie einen Job findet. Grundsätzlich gibt es immer diese Frage von wegen, was macht man denn mit Japanologie, was kann ich werden? Um die Frage geht es heute gar nicht, weil ich finde, diese Frage ist komplett unnötig und auch gefährlich. Denn ich denke, dass ihr das selbst entscheidet, was ihr werden wollt. Denn man kann alles und nichts werden. Kann ich vielleicht mal später nochmal erklären. Deswegen gibt es zwei Wege im Endeffekt, wie man erfolgreich werden kann mit Japanologie. Auch ohne sich verrückt zu machen, wie wir damals. Weg 1 ist der einfachste. Das heißt, ihr wisst exakt schon, wo ihr hin wollt. Ihr habt ein Ziel. Ihr seht, ich will dahin, da ist dieser eine Job. Was brauche ich dafür? Ja? Das ist nämlich genau die Frage, die ihr euch stellen müsst. Was brauche ich dafür, um an mein Ziel zu kommen? Das heißt, ihr entscheidet euch bereits vorher, was ihr werden möchtet. Angenommen, ihr wollt Social Media Manager in Japan werden, so wie ich. So. Dann müsst ihr euch überlegen, was brauche ich? Ja? Da werdet ihr ganz schnell auf den Trichter kommen. Oh, ich brauche Japanisch. Dann, ich brauche ein bisschen Ahnung von Social Media, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ich brauche gute Kommunikationsskills und so weiter. Das heißt, ihr könnt euch das gesamte Studium darauf fokussieren, genau dieses Ziel anzupeilen, alle Zwischenstationen abzugehen, euch diese Skills zu erwerben und dann könnt ihr quasi dahin. Ja? Das setzt natürlich ein bisschen voraus, dass ihr so euch, naja, sag ich mal, ein bisschen mit euch selbst befasst habt, dass ihr wisst, okay, wo will ich denn eigentlich hin, wo will ich stehen? Deswegen finde ich auch diese Frage, was kann man mit Japanologie machen, ziemlich sinnlos, weil ihr entscheidet das selber, wo ihr hin wollt. Ihr müsst es doch wissen. Und deswegen müsst ihr alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die euch im Weg stehen. Das ist Weg 1. Weg 2 ist der Weg, den ich auch so ein bisschen eingeschlagen habe, oder wahrscheinlich die meisten, weil es halt einfach so ist. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Ihr habt keine Ahnung, was ihr werden könnt, was ihr werden solltet und so weiter. Ihr habt kein Ziel. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ja? Deswegen fragen viele Leute auch immer, ja, was kann man denn mit Japanologie werden? Weil sie selbst kein Ziel haben. Deswegen fragen sie das, was kann ich damit werden? Es kommt vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Babyboomer-Generation, wo man sich vielleicht so ein bisschen gelernt hat, okay, ich habe hier ein Stück Papier, da steht drauf, ich bin Uni-Absolvent, gib mir mal einen Job, ja, das ist wie so eine Freikarte für mich, da will ich jetzt sicher arbeiten. So funktioniert die Welt aber schon sehr lange nicht mehr. Das heißt, ihr seid selbst für euer Glück verantwortlich. So, jetzt seid ihr natürlich hilflos. Ihr wisst nicht, scheiße, was werde ich jetzt? Ja, ich wusste es damals auch nicht, ja. Deswegen, was euch bei diesem zweiten Weg hilft, ist, dass ihr einfach exakt das macht, was euch Spaß macht. Und dass ihr verdammt gut werdet darin, was ihr tut. Was bedeutet das, ja? Nehmen wir nochmal hier Beispiel Social Media Manager in Japan. Ich wusste nicht, dass ich das werden will, Social Media Manager. Das ist quasi so ein bisschen passiert, weil ich einfach das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe einfach, was habe ich zuerst gemacht? Instagram habe ich aufgemacht, Facebook-Seite habe ich aufgemacht. Vorher hatte ich einen Blog, das hat mir alles extrem viel Spaß gemacht, Leute zu unterhalten und so ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen nach Japan. Ja, mein Blog hieß damals Tokio, der Moloch und ich. Heute heißt es tokyomaniacs.com. So, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, geht da drauf, okay. Soll heißen, ich wusste nicht, dass ich Social Media Manager werde. Ich habe einfach nur gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich habe versucht, immer wieder mich, wie sagt man, herauszufordern. Das heißt, ich habe dann geguckt, wie kriege ich mehr Follower auf Instagram? Wie unterhalte ich die Leute auf Facebook am besten? Wie schreibe ich einen interessanten Blogartikel, der nicht total zerfetzt wird von anderen Kritikern oder so? Das heißt, man kommt da so ganz langsam rein und es macht einfach Spaß.
Also mir hat das einfach Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch immer besser geworden und besser. Und irgendwann habe ich irgendwann habe ich eine kritische Schwelle erreicht, wo ich sagen konnte, jetzt kann ich es beruflich machen. Jetzt ist es möglich. Ich habe einfach viel Wissen darüber. Und das ist im Endeffekt der Weg. Ihr müsst euch das suchen, was euch sowieso viel Spaß macht. Ja, ich meine, die Interessen, die gehen ja weit auseinander. Der eine hat vielleicht auch Interesse an Cosplay, der andere hat Interesse an Videospielen, der andere hat Interesse an japanischer Musik, was auch immer. Also für viele wirkt das dann wie Zeitverschwendung, also von außen. Die gucken dann drauf und denken dann, naja, da sollte doch eigentlich diese anderen Inhalte aus seinem Studium eher lernen, als sich jetzt damit abzugeben. Wenn du richtig, wie soll ich sagen, wenn du es wirklich willst, ja, dann solltest du hingehen und dich wirklich challengen. Das heißt, du wirst einfach verdammt gut in dem, was du tust, in dem, was du magst. Das ist im Endeffekt das Geheimrezept, weil dann ist auch scheißegal, ob du weißt, was du werden willst oder nicht. Weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, oh, ich habe die kritische Schwelle erreicht, ich kann es jetzt eigentlich beruflich machen. Es gibt auch Leute, die verdienen mit Videospielen ihr Geld. Es gibt Leute, die verdienen mittlerweile mit Cosplay ihr Geld. Wie schaffen die das? Indem sie einfach Experten werden, indem sie einfach richtig, richtig gut werden. Das heißt, dieser zweite Weg besagt einfach, tu, was du liebst und werde einfach der Experte darin. Werde einfach der Beste. Beste klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch. Werdet einfach so gut wie möglich. Irgendwann erreicht ihr eine Schwelle, wo ihr sagen könnt, damit kann man Geld verdienen. Wow. Ja, deswegen investiert eure Zeit vor allem in die Sachen, die wirklich, wirklich Spaß machen. So bleibt ihr auch, wie soll ich sagen, geistig gesund. Bei uns war das Problem immer in der Japanologie, es hieß immer, was kann man denn damit machen, was soll man werden? Und irgendwann kamen Leute so ein bisschen auf den Trichter und sagten, ah, mit Japanologie wird man ja eh nichts, da gibt's nichts, keiner sucht einen und ah. Und dann wird man natürlich verrückt. Man denkt dann die ganze Zeit so, ich finde keinen Job. Es gibt nichts für mich. Da, verdammt, was soll ich jetzt tun? Ja? Das heißt, die meisten Leute in Japanologie werden einfach irgendwie verrückt. Sie werden unsicher, brechen das Studium ab, obwohl sie eigentlich ziemlich gut waren. Aber wenn ihr einfach die ganze Zeit das tut, was ihr liebt, wenn ihr euch da richtig rein investiert, dann habt ihr immer etwas, woran ihr euch klammern könnt. Also was euch auch hält, wenn es mal schlecht läuft sozusagen. Und ja, so findet ihr dann euren Weg. Ja? So werdet ihr erfolgreich. Auch mit Japanologie, auch wenn das nicht so klingt oder so. Ich fasse nochmal zusammen. Weg 1, ihr wisst exakt, was ihr wollt. Also räumt ihr alle Hindernisse aus dem Weg, die euch, naja, im Weg stehen, logischerweise. Und werdet das dann. Das heißt, ihr guckt euch exakt an, welche Skills brauche ich, wen muss ich kennen, wo muss ich hin? Muss ich nach Japan? Wahrscheinlich ja. Und dann werdet ihr das einfach. Das heißt, ihr kämpft euch dann dahin. Das ist wahrscheinlich der straighte Weg. Die wenigsten machen das, nach meiner Erfahrung her. Aber es gibt tatsächlich auch so ein paar Leute, die wirklich sagen, okay, ich will dahin. Ich meine, man kann ja am Ende immer noch mal abzweigen und sagen, okay, ich wollte zwar hier hin, jetzt bin ich hier, mache ich vielleicht ein bisschen einen anderen Job. Also egal. Ihr seid dann erfolgreich. Weg Nummer 2. Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut, was ihr tun sollt. Also macht einfach, was ihr liebt. Und werdet einfach verdammt gut darin. Pro-Tipp an der Stelle. Lernt Japanisch. Werdet einfach verdammt gut. Dann habt ihr immer etwas, auf das ihr zählen könnt, nämlich eure Skills, eure Sprachskills. Wenn ihr in Japan arbeiten wollt, habt ihr damit keine Probleme. Ihr könnt in japanischen Firmen in Deutschland arbeiten, egal welche Position, wie auch immer, was auch da auf euch zukommt, ihr habt am wenigsten was. Deswegen mein Tipp, lernt wenigstens Japanisch ordentlich. Weil ich glaube, 90% der Japanologen können es nicht und dann wundern sie sich, dass sie unerfolgreich sind, wie auch immer. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Liken, abonnieren, kommentieren, sharen. Ihr wisst es ja. Rettet ein paar Leute, ja, wenn die Japanologie studieren, fragen, was macht man damit. Schickt ihnen das mal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und bleibt uns gewogen.